Können Sie mir die Kleine wegnehmen wieder? Nein, landen wir auf der Straße? Nein. Ach, Gott, wir können ja nicht davon ausgehen, dass das Kindeswohl hier gefährdet ist. Also, das schließe ich jetzt mal aus. Aber Fakt ist, in Ihrem Blut ist Tilidin gewesen. Und deshalb müssen wir jetzt nachweisen, dass das eben nicht absichtlich geschehen ist, sondern dass es durch irgendeinen anderen Umstand in Ihr Blut gekommen ist. Hat denn Chef was gegen dich? Will er euch loswerden oder dich? Ja, also seit heute Morgen. Bauchschmerzen. Oh. Oh. Denn Teddy hat Bauchschmerzen? Hm? Dann hast du Glück, dass der weltbeste Teddy-Doktor da ist. Und wenn du möchtest, gucke ich mir gerne mal an, was da los ist. Wollen wir gucken gehen? Ja? Komm, los geht's. Ich folge dir einfach mal. Was mache ich denn jetzt, ey? Ich sehe uns schon auf der Straße sitzen. Muss ich jetzt einen Kredit aufnehmen? Kann ich im Gefängnis landen? Was passiert hier? Ja, was passiert? Also, mal ganz langsam. Das Gefängnis, das halte ich für ausgeschlossen. Es steht halt im Raum, dass Sie den Schadensersatz bezahlen müssen. Und es steht als nächstes im Raum, dass Sie die Arbeitsstelle verlieren. Oh, so, da müssen wir gegen vorgehen. Das tut mir leid, dass ich angeblufft habe. Ich habe dir mal einen Smoothie mitgegeben, der ist vielleicht ein bisschen lecker als dein Wasser. Danke, das ist lieb, ja. Das ist diese scheiß Klimaanlage hier kaputt. Das heißt, du hast es im Sommer heiß, du hast es im Winter kalt und der Alte will kein Geld ausgeben. Und dazu hast du ja noch diese scheiß Motivationstabelle. Wie, was für eine Motivationstabelle? Na, da kommst du noch hinter, das lernst du noch. Sarah Grüner will den Smoothie von Thomas Wöllisch ebenfalls im Labor untersuchen lassen. Doch nicht nur die beiden Kollegen hatten Gelegenheit, der Mandantin das Tilidin unterzumischen. Ingo Lenzen hat auch den Chef im Visier. Also der hält sich ja an überhaupt keine rechtlichen Regeln, ne? in der Führung seines Unternehmens. Ein Kettenarbeitsvertrag nach dem anderen, das ist ja völlig rechtswidrig. Der muss ja wenigstens mal reinschreiben, warum die Befristung da ist. Ja. So, aber für Frau Degen bedeutet das tatsächlich, dass sie einen Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat. Und den können wir arbeitsgerichtlich auch durchsetzen. Das ist doch super. Der wird sich wundern, wenn er hört, dass wir wissen, dass er noch nicht mal den Mindestlohn bei der ganzen Akkordarbeit bezahlt. Hey, guck mal da. Sarah ruft an. Sarah! Hey, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich habe jetzt erst Pause und selbststricktes Handyverbot. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Okay. Okay. Boah, aber auf jeden Fall ist das hier richtig stressig. Ey, die Mitarbeiter, die sind gestresst, sage ich euch. Erzähl, was ist los? Naja, unter anderem hat der eine mir erzählt, dass es hier so eine Art Mitarbeitertabelle gibt, ja? Die habe ich mir jetzt auch mal genauer angeguckt. Moment, ich füge euch die mal zu. Und zwar wird da die Produktivität der Mitarbeiter gemessen. Ja, also das hat irgendwie der Chef eingeführt, angeblich mal zur Motivation oder so. Aber ich habe echt das Gefühl, dass das die Leute noch viel mehr unter Druck setzt. Also ganz oben auf der Liste, ja, da steht immer der, der halt am besten und am schnellsten arbeitet und so. Ja. Und der hat am Monatsende einen Bonus von 5%. So, und der ganz unten steht, der wird dann entweder rausgeschmissen bzw. wird sein Vertrag nicht verlängert, der halt am schlechtesten gearbeitet hat. Was? So, das ist ja irre. Ja, so läuft das halt hier. Das ist ja überkrass. Erstmal, ganz ehrlich, Sarah, irgendwie bist du ein bisschen blass um die Nase. So anstrengend da? Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie so ein bisschen schwindelig geworden auf einmal, keine Ahnung. Wieso schwindelig geworden? Wenn man jetzt setz dich mal hin. Mach mal Pause oder irgendwie sowas. Sarah? Das ist jetzt auf dem Weg zu dir. Ich weiß auch nicht, ich habe eigentlich nur aus meiner Wasserflasche getrunken. Sarah, jetzt setz dich einfach mal hin. Ja, vielleicht nimmst du noch einen Schluck Wasser. Meine Pause ist auch gleich vorbei, ich muss sowieso gleich... Sarah! Hey! Hey, Sarah! Die ist umgekippt, die ist um... Sarah! Komm, fahr mal, fahr bitte, fahr. Ich kann eine Abkürzung schicken. Warte, ja, mach das. Nimm die und ich versuche sie anzurufen. Alles klar. Das kann alles kein Zufall sein. Ingo Lenzen und Ben Handke fürchten, dass auch ihrer Kollegin Tilidin untergemischt wurde. In zu hoher Dosis kann das Schmerzmittel sogar lebensbedrohliche Folgen haben. Wer auch immer die Mandantin und Sarah Grüner loswerden wollte, hat deren Leben aufs Spiel gesetzt. Stellt sich die Frage nach dem Motiv. Was ist denn los? Also, die Tasche. 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 Muffin drin. Warum redet ihr von Essen? Das muss ich. Tasche. Ja. Okay, alles klar, machen wir. Ich hab die Tasche. Wir haben einen Kreislaufkollaps gehabt. Keiner weiß warum. Und wir fahren so schnell wie möglich ins Krankenhaus, solange die Vitalwerte noch in Ordnung sind. Okay, ich komm mit. Ja? Ich komm mit. Du meldest dich, ja? Ja, natürlich. Ich bin da, Sarah. Sagen Sie mal, was ist hier los? Du bist die zweite Mitarbeiterin innerhalb von 2 Tagen. Der zweite Mitarbeiter, der hier einfach umkippt. In dem Gewächshaus da rum, da sind 40 Grad. Ja, Thomas, sei ruhig. Das ist unmenschlich. Ja, hab ich schon ein paar Mal gehört. Das sind doch keine Maschinen, Mensch. Ja, ist ja gut, Mensch, Thomas. Ja. Ich kann es mir auch nicht erklären. Die Sarah wollte gleich arbeiten, hat auch gleich angefangen. Top fit, die war enthusiastisch, die war alles. Und jetzt Krankenhaus wieder. Ja, und jetzt ist sie umgekippt.
Immerhin sind Sie sich eigentlich Ihrer Fürsorgepflicht bewusst? Ja, natürlich, aber wer kann denn sowas ahnen? Ist ja auch gut jetzt, der fährt jetzt weiter, kommt alle wieder rein, ja. Weiterarbeiten. Was ist das für Sie, oder was? Ist das Ihre Reaktion auf jemanden, der einfach in Ihrem Laden umkippt? Ja, ist es das? Jetzt mal allen Ernstes, was bei Ihnen alles schiefläuft, das weiß ich. Was wollen Sie denn damit jetzt schon wieder sagen? Ja, wollen Sie es hier besprechen oder in Ihrem Büro? Ja, kommen Sie mal mit rein. Der Anwalt hat inzwischen genug gegen Jan Aven in der Hand, um gerichtlich gegen ihn vorgehen zu können. Zudem ist Ingolenzen überzeugt, dass der Geschäftsführer zumindest eine Mitschuld an den aktuellen Ereignissen trägt. So, dann erzählen Sie mir was, was mit diesen Kettenarbeitsverträgen soll. Ja, die werden unterschrieben von den Mitarbeitern, freiwillig. Und gut ist, was soll da sein? Hören Sie doch auf, von Freiwilligkeit zu sprechen. Sie nutzen hier eine Notlage der Mitarbeiter aus. Das ist alles. Meine Mandantin hätte doch schon längst einen Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Aber stattdessen schieben Sie ja einen Zeitarbeitsvertrag an den anderen. Ja, und der wird unterschrieben und der wird freudig angenommen, oder nicht? Also, entschuldigen Sie bitte, Sie verstehen überhaupt nichts. Was ist denn das hier? Eine Motivationstabelle? Ja. Ja? Auf der Punkte für die Arbeitnehmer aufgeführt sind. Und der, der die wenigsten Punkte hat, kriegt keinen Vertrag mehr. Nennen Sie das Rechtschaffen? Das nenne ich Motivation. Und es funktioniert. Die Leute arbeiten mehr und besser und schneller. Das nenne ich Nötigung. Und nichts anderes. Sie sehen, es hilft. Bei keinem Arbeitsgericht hält dieses Ding stand. Das sage ich Ihnen. Was Sie hier machen, das ist rechtswidrig. Jetzt kommen Sie mir doch nicht mit dem Arbeitsgericht. Ach so, nicht? Also, ich meine, wenn die Leute diesen Vertrag unterschreiben, und in diesem Vertrag auch noch sehen, dass es einen 5%-Bonus gibt. Ich glaube nicht, dass da jemand Nein sagt. Weil genau das macht nämlich diese Motivationstabelle, um diesen 5%-Bonus zu holen. Dadurch nur Arbeitsschutzrichtlinien umgehen, das ist doch der einzige Grund. Sie kümmern sich hier um gar nichts. Aha. Erklären Sie mal bitte, wie das Teledin ins Blut meiner Mandantin kommt. Ja, sehen Sie, also doch Teledin drin gewesen. Ja. Sie hat es aber nicht genommen. Wie denn sonst? Sie hat garantiert dieses Teledin selber genommen. Und es tut mir leid, ich habe wirklich gehofft, dass sie es nicht genommen hat, weil Frau Degen eine gute Mitarbeiterin ist. Aber ich muss meine Schlüsse ziehen, denn offensichtlich ist Teledin in ihrem Blut gewesen. Ich sage Ihnen eines, ich werde hier alles überprüfen lassen. Jedes Nahrungsmittel, jedes Getränk, ich werde hier alles unter die Lupe nehmen. Und wenn da drin Teledin gefunden wird, dann wissen Sie, was Ihnen passiert. Sie geben hier den Rechtschaffenden. Und was tun Sie? Frau Degen hatte einen Migräneanfall, konnte nicht arbeiten. Sie schicken ihr eine SMS. Wenn sie nicht käme, dann würde irgendwas passieren. Ich habe ihr keine SMS geschrieben, also von mir kann es nicht liegen, dass sie zur Arbeit erschienen ist. Natürlich haben Sie eine SMS geschrieben, sie hat es mir doch selber gezeigt. Also ich habe ihr ganz sicherlich keine SMS geschickt. Haben Sie Ihr Handy da? Ja, habe ich dabei. Lassen Sie doch mal sehen. Ja, dann schauen Sie gebend auf mein Telefon, bitteschön. Werden Sie sehen. Ja, würde ich sehen. Hier, von der SMS habe ich gesprochen. Was? Was für eine SMS? Was soll denn da sein? Das ist die SMS, von der ich gerade gesprochen habe. Das habe ich nicht geschrieben. Entschuldigen Sie bitte, wer soll es denn dann gemacht haben? Ich sicherlich nicht. Ich weiß nicht, wie das auf mein Handy kommt, aber ich habe es nicht geschrieben. Falls Jan Aven die Wahrheit sagt, stammt die SMS vermutlich von der Person, die Bettina Degen und Sarah Grüner das Schmerzmittel untergemischt hat. Fragt sich, wer an das Handy des Chefs kommen konnte. Am nächsten Tag liegen die Analyseergebnisse von Smoothie und Muffin vor. Und die sind eindeutig. Was gibt's denn jetzt noch zu besprechen, wenn ich fragen darf? Ah, ich glaube, Sie haben großes Interesse daran, das mitzubekommen, was wir herausgefunden haben. Du, ich habe jetzt schon eine zweite Schicht gemacht. Ich mache jetzt Feierabend. Denkst du bitte an meinen monatlichen Bonus dann, ja? Ja, machen wir schon. Alles klar. Oh, Sie bleiben bitte hier. Wir wollen wirklich gerne mit all Ihnen über unsere neuen Erkenntnisse sprechen. Danke sehr. Du bist auch Sarahs Freund, oder? Ja, mitunter. Und, wie geht's ihr? Schon viel besser, vielen Dank. Okay, dann sorry. Also vielleicht zur Klarheit, Herr Handkipps ist mein Mitarbeiter ebenso wie Frau Grüner, also Sarah. Ah. Und beide haben sich größte Mühe gegeben, zu ergründen, was hier so vorgefallen ist. Und dazu haben die den Wasserspender untersucht, die Wasserflasche von Frau Grüner, die Smoothies und den Muffin. Was meinen Sie, was sie rausbekommen haben? Keine Ahnung. In dem Smoothie war Teledin. Was? So, und den Smoothie hat ja nur Frau Degen getrunken. Ach, Spinner. Du Sarah Grüner ja nicht. Und da mussten Sie nachhelfen. Und da sind Sie hingegangen, haben Sie die Trinkflasche von der genommen und das Teledin da reingepackt, ne? Damit die auch ausgeschaltet wird. Und Sie sind sogar noch so dreist gewesen und haben sich das Handy von meinem Arm genommen. Ach, so war das. Und mit dem Handy hat er dann an Frau Degen geschickt, wenn Sie nicht kommen, dann passiert irgendwas und hat Druck ausgeübt. Ich glaub's ja nicht, Thomas. Verdammt nochmal! Ich war immer der Loser!
Ich wollte ein einziges Mal diesen Scheiß-Bonus haben. Meine Frau hat mich verlassen. Auf Arbeit. Diese Scheißweiber nehmen mir ständig den Bonus mit. Die war schnell. Die war immer schneller als ich. Dann schalte ich die aus. Was bringt ihr mir? Ihr bringt mir diese Scheiß-Sarah. Das ist doch kein Grund. Sie wissen aber schon, also, was das ist, ne? Das ist gefährliche Körperverletzung. Ein Tropfen oder zwei Tropfen mehr. Und es hätte jemand sterben können. Ist Ihnen das eigentlich klar? Und? War Ihnen das egal? Gehen Sie mal mit Herrn Handke. Wer bringt Sie zur Polizei? Ist der Polizei erklären? Da, wo Sie hingehören. Und Thomas, dass du gekündigt bist, ist dir hoffentlich klar. Herr Affen, ich würd echt den Mund nicht so voll nehmen. Ich meine, Sie müssen sich mal überlegen, warum die Leute sowas veranstalten. Ich? Ja, natürlich. Sie behandeln auch die Menschen hier wie Sklaven. Jan Arven hat allen Mitarbeitern unbefristete Verträge ausgestellt mit deutlich über dem geltenden Mindestlohn liegenden Stundensätzen. Das Betriebsklima hat sich wieder verbessert. Meine Mandantin arbeitet nach wie vor für das Unternehmen.